Herzlich willkommen bei Video Wissen. Bei der Lehrerfortbildung im Haus der Astronomie, gefördert von der Wilhelm und Else Herrer Stiftung, hat Olaf Hofschulz einen Vortrag gehalten, und zwar über das Thema Aufbau und Nutzung einer schuleigenen Sternwarte. Gute Unterhaltung. Mein Name ist Olaf Hofschulz, ich komme vom Einstein-Gymnasium in Neuenhagen und möchte heute vortragen über unsere Sternwarte. Den Schwerpunkt habe ich eigentlich auf zwei Sachen gelegt. Zum einen, wie ist so eine Sternwarte ausgestattet, in welchem Modus arbeitet sie? Und zum anderen möchte ich ein paar Ergebnisse produzieren. Unsere Sternwarte wurde 2019 eingeweiht. Für mich ging damit ein Traum, den ich, seitdem ich 14 bin, hatte, in Erfüllung. Ich war plötzlich Sternwartendirektor. Inzwischen ist noch was dazugekommen. Ich bin auch seit ein paar Jahren Schulleiter, also kombiniere das, aber sehr erfolgreich. Und die Sternwarte liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Sie sehen also unsere Schule hier so in einem Luftbild. Zentral ist ein neuer Gebäudeteil, der dazugekommen ist, zu sehen. Und auf dem Dach dieses Gebäudes sehen Sie unsere Sternwarte. Hier ist es noch die Projektierung des Architekten, die dann aber genau so in die Tat umgesetzt wurde. Und das gucken wir uns ein bisschen genauer an. Ich habe ganz am Anfang ganz komische Bilder, weil ich möchte vor einer Sache warnen. Eine Sternwarte aufzubauen und diese zu betreiben, setzt einiges voraus. Vor allen Dingen bedeutet das einen Aufwand, viel Enthusiasmus, Energie, Zeit. Und ich sag mal, der Zugang ist dann leichter, wenn man sich lange damit beschäftigt hat. Das sollen diese Bilder suggerieren. Sie sehen rechts mein erstes Teleskop, 1981 im Selbstbau entstanden. Ich war vorher im Carl Zeiss Jena Laden am Alexanderplatz in Berlin und habe mir ein Objektiv gekauft, ein Okular, und daraus den Rest selbst gebastelt nach der schönen Anleitung eines Buches. Und links, so verrückt ist man dann als Hobbyastronom auch, dass man zu Teleskoptreffen in die deutsche Landschaft fährt, an Orte, wo es dunkel ist, wo sich ein paar hundert Hobbyastronomen treffen, in Zelten schlafen und die Nacht durch beobachten. So sieht es dann da aus. Ja, die ganze Vorgeschichte zur Sternwarte wäre jetzt so lang, dass ich wahrscheinlich den Abend füllen könnte damit. Deswegen versuche ich es mal kurz zu machen. Der Neubau wurde realisiert und wir hatten vorher mit unserem Landrat, der letztlich als Schulträger fungiert und damit Bauherr, quasi sowas wie eine Abmachung. Ich hatte einen Deal mit dem, der baut uns das Gebäude, und ich war so vermessen und habe gesagt, ich kümmere mich um die technische Ausstattung, indem ich Spenden und Fördergelder einsammle. Das ist gelungen. Hier sehen Sie eine Übersicht, die ist schon ein bisschen älter. Inzwischen ist noch mehr dazugekommen. Tatsächlich sind insgesamt 150.000 Euro nur in Technik geflossen. Das ist eine Ausstattung, die insofern ihresgleichen sucht. Es steht immer noch, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber wir sind stolz darauf, auf der Seite der DPG steht, man findet in Neuenhagen die modernste Schulsternwarte Deutschlands. Warum das so ist, würde ich gern im Detail etwas erläutern. Wir haben, nachdem das Geld dann anfing zu fließen, und so ein Bau dauert ja zum Glück immer, meistens dauert er auch länger als erwartet, also hat man noch mehr Zeit für Planung und das Akquirieren von Spenden und kann dann nach und nach die Träume umsetzen. Das war so, dass ich den Start eigentlich bekommen habe über die Wilhelm und Else Herrer Stiftung, die unter anderem dafür sorgt, dass diese tolle Fortbildung hier stattfindet. Genau diese Stiftung hat uns einen Betrag von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das war ein super Kickoff, und danach kam eben eine Spende nach der anderen dazu. Das waren nicht nur Stiftungen, viele Privatpersonen. Das sorgt für eine unheimlich tolle regionale Vernetztheit, weil eben auch der Zahnarzt von um die Ecke, die Hundeschule, also was da alles verstand, das ist einfach real, weil man spricht quasi die Region an. Und die verstehen das bei uns. Wir wohnen sind am Rande von Berlin, am östlichen Stadtrand. Das ist eine gut situierte Region, aber eben auch eine Region, die noch wirklich so regional ist, dass man sagt, das ist ja unsere Sternwarte. Also natürlich tragen wir was bei. Und so kam dann halt das Geld zusammen, um die entsprechenden Geräte auszuwählen. Und ich würde jetzt hier erstmal kurz machen, den Rest sehen wir nachher nochmal. Die Kuppel hatte ich erst gedacht, müssen wir selber kaufen, aber unser Landrat hat gedacht, das ist das Dach. Deswegen hat er es mitbezahlt. Also das war gut, weil das waren allein 60.000 Euro. Der Rest, die 50.000 von Herr Reos, sind in die beiden Gerätschaften oben rechts geflossen. Und wenn jemand vorhat, sowas zu machen, auch in kleineren Maßstab, das Herzstück einer Sternwarte, das absolut Wichtigste, ist eine tolle und tragfähige Montierung. Da sollte man das Geld reinstecken. Teleskop ist erstmal völlig egal. Ja, Sie sehen da oben eine 10 Micron GM 3000 HPS.
Ich kann es nur empfehlen, das ist das Beste, was es gibt für, ich sag mal, gehobenen Amateurbereich. Die Montierung kosten um die 20.000 Euro, ein bisschen mehr. Die laufen präzise ohne Ende. Wir machen unsere 10 Minuten Belichtung ohne jegliches Autoguiding. Ja, die hat absolut Encoder, die Montierung, die läuft fantastisch. Wird vorher über ein Pointing-Modell eingenordet, 48 Positionen am Himmel werden angefahren. Die Montierung lernt dabei, wie genau sie steht und merkt sich das in dem Modell, was dann hinterlegt wird. So exakt, dass ich dann hinterher nur auf den Knopf drücken muss und sie fährt die Position am Himmel an, die ich mir gewünscht habe. Und das Objekt ist in der Mitte des Chips platziert. Darunter ein Astrograph, also ein 17 Zoll Planewave. Und es gibt noch jede Menge Zubehör, also weitere Teleskope. Das sehen wir gleich nochmal auf Bildern. Spektrographen, der Bader-Dardos-Spektrograph, von dem hier auch gerade die Rede war. Klare Empfehlung, sollte in keiner Physiksammlung fehlen. In der Atomphysik, tolles Gerät, aber eben auch für die praktische Anwendung in der Astronomie. Wir waren sogar so vermessen, uns einen Eschell-Spektrographen anzuschaffen und diverses anderes Zeug, Kameras, alles, was dazugehört. Das gesamte Setup, was ganz wichtig ist dabei, bei dieser Sternwarte ist es so, dass wir einen Wunsch hatten, dass die nämlich ganz nebenbei auch vollständig aus der Ferne steuerbar ist. Also es ist eine voll remote-fähige Sternwarte und die wird auch als solche genutzt. Warum? Das kommt nachher nochmal so ein bisschen. Irgendwann war es dann soweit, dass Kuppel und Installation kam. Das ist die Firma Bader, die das gemacht hat. Hier Johannes Bader, der mit mir da Teleskope einbaut. Aber das war ein Pressefoto, das ist nur geschönt hier. Wir durften uns also hinstellen und zeigen, was da alles läuft. Man sieht drei Teleskope parallel. Also den großen Astrographen, der hier mit der schwarzen Hülle oben noch ja, geschützt ist vor seitlichem Lichteinfall. Ein 17 Zoll, auch Ritchie Cretin, wie wir es gerade gehört haben, ein RC-Teleskop. 3 Meter Brennweite, dazwischen ein Tech-Astrograph, ein Apochromat, 140 mm Öffnung, 980 mm Brennweite. Diese Teleskope sind gerade in Amateurkreisen hochbegehrt, ganz tolle Abbildung. Und daneben gibt es noch ein ganz kleines. Also ich verkaufe es immer so, wir haben quasi das ganz kleine für Weitwinkelaufnahmen, das mittlere so für den mittleren Bereich, für Sonnenbeobachtung, gern auch Planetenbeobachtung. Und das große ist eben das Teleskop mit der vermeintlich größten Reichweite. Das löst eben kleinste Strukturen am besten auf und ja, liefert gerade im Zusammenhang mit der CCD-Kamera dann auch eine echte Leistung. Die Kuppel, ja, die ist jetzt also quasi mit dem Teleskop so in Verbindung, dass man über die Steuersoftware, der Modus, der hat so einen schönen Namen, das heißt, ich setze sozusagen die Kuppel, den Dom, Slave to Telescope, also der Dom ist der Sklave des Teleskops. Das Teleskop sagt an, wo es hingeht und die Kuppel folgt. Das erlebt man dann im Tun auch wunderbar, weil wenn ein Objekt verfolgt wird, dann dreht sich die Kuppel halt in bestimmten Abständen immer weiter. Da kann man das nochmal von der anderen Seite sehen. Und ja, was dann für uns wichtig ist, ist, dass das ganze System so ausgestattet ist, dass wirklich jede Funktion aus der Ferne steuerbar ist. Also das heißt, das Scharfstellen funktioniert darüber. Es sind also elektrische Fokussierer dran. Das Filterrad sieht man hier. Das ist sind eigentlich zwei Filterräder, die jeweils 5 Filter, wobei ein Fach leer gelassen wird, sodass man, weil die sich ja übereinander drehen, dann wirklich am Ende nur einen Filter vor der Kamera hat. Und hinten, das ist eine FLI 16.200 Kamera. Allein die kostet 10.000 Euro. Das hat ein Privatsponsor einfach so geschenkt. Also der meinte, wir brauchen so eine Kamera. Die ist toll, funktioniert auch klasse. Ja, von außen sieht das ziemlich idyllisch aus. Ist extra ein Herbstbild für den heutigen Tag. So, die Promotion-Fotos sehen so aus, wobei das gar nicht so sehr die Wirklichkeit ist, weil wir relativ selten tatsächlich so vorgehen, dass wir uns da in der Schlange hinstellen und alle gucken mal durch. Weil normal ist an so gut wie keinem Teleskop eigentlich am Keim ein Okular, sondern eher eine Kamera. Also wir gewinnen Daten. Der Zweck wird gleich nochmal deutlich und warum das nicht anders passiert auch. So, jetzt sieht man hier ein paar verschiedene Ansichten. Also ich habe gesagt, voll remote-fähig. Das bedeutet für uns, dass wir beispielsweise Beobachtungssequenzen tatsächlich am Tag vielleicht vorher vorbereiten. Es gibt dann so Schülerprojekte. Wir haben in der 9. Klasse regulären Astronomieunterricht, in der 10. Schwerpunkt und in 11, 12 Seminarkurs Astrophysik. Und gerade bei denen ist es eben spannend, weil die sollen wissenschaftlich arbeiten. Und das bedeutet bei uns immer Daten gewinnen und diese Daten auswerten. Und wie gewinnen wir Daten? Ja, letztlich zumeist immer dann, wenn es geht, über die Sternwarte. Und dann kriegt eben die Sternwarte einen Job, irgendwelche Bilder zu machen. Bei uns sind es gern und am liebsten immer Objekte, bei denen sich irgendwas verändert. Also wir nehmen Lichtkurven auf, beobachten Asteroiden und, und. Und das bedeutet eher, dass die Beobachtungssequenzen, die man da macht, die Serien, die geplant werden, teilweise die ganze Nacht durchlaufen.
Also das heißt, wir starten, wenn es dunkel wird, die Beobachtung und dann wird ein Bild nach dem anderen aufgenommen. Am Ende hat man 200, 300 Bilder auf der Festplatte, die ausgewertet werden. Es wäre ziemlich langweilig, eben die ganze Zeit daneben zu sitzen. Also so läuft das Programm durch. Danach, wenn es fertig ist, geht das Teleskop in die Ruheposition, die Kuppel schließt sich und man kriegt, wenn man sich das wünscht, noch eine Meldung darüber, dass jetzt alles erledigt ist und der Kuppeldom geschlossen ist und ja, das Teleskop quasi auch in Sicherheit arbeitet. Wichtig dabei ist, dass wir tatsächlich hier verschiedene Überwachungsmodi noch haben. Obendrauf sieht man so eine kleine Wetterstation. Das heißt, das Teleskop oder der Dom überwacht sich auch selbst. Wenn es anfängt zu regnen beispielsweise, dann schließt sich die Kuppel automatisch. Also die Sicherheit ist auch mit drin. Da ist auch noch so ein Windsensor dabei. Es gibt nebenbei so eine All-Sky-Cam, die quasi auch immer ein Bild generiert, wie sieht der Himmel jetzt gerade aus, sodass man das, also wenn man denn möchte, auch noch mit überwachen kann aus der Ferne. Die Aufnahmen sind jetzt hier entstanden. Also wir sind, wie gesagt, am Stadtrand von Berlin. Die Aufhellung hier kommt aber vor allen Dingen zustande, dass es A, früher Abend und B, eine Vollmondnacht ist. Das wird man gleich noch ein bisschen sehen. Aber prinzipiell sieht man ganz gut ja, die Bewegung der Kuppel, die Bewegung der Sterne am Sternhimmel. Und ja, wir haben einen ganz guten Stadtrandhimmel, muss ich sagen, arbeiten aber natürlich logischerweise viel mit verschiedensten Filtern, wenn wir denn Aufnahmen generieren wollen, wo es um schwache Nebel oder ähnliche Objekte geht. Das ist hier ein bisschen geschönt, das rote Licht habe ich da nur an wegen der Show für die Aufnahme. Normalerweise würden wir das natürlich ausmachen, das ist klar. Ja, ansonsten, wie gesagt, das auch helle hier vorne ist der Vollmond, der in dieser Nacht zu sehen war. Ich glaube, es kommt gleich noch so ein kleines Abschlussbild. Ja, also man sieht auch so ein paar Strichspuren am Ende des Tages. So, darin, wie gesagt, kann man nicht so viel gucken. Wir haben aber eine riesen Terrasse nebenbei. Und die Terrasse ist nun nochmal ausgestattet mit Teleskopen. Da sieht man hier zwei Säulen. Da sind jeweils GM 1000 HPS Montierungen drin, auch wieder von 10 Micron. Die Gehäuse sind einfach über Räder abfahrbar. Und dann haben wir zwei Teleskopsitze daneben auf Wagen, die man rausfahren kann und draufsetzen kann. Das heißt, jedes dieser Systeme kann genauso in Betrieb genommen werden. Dazu gibt es einen ganzen Satz Sonnenteleskope, verschiedene Dobson-Teleskope. Also die Terrasse können wir zupflastern mit Teleskopen, sodass am Ende zwei, drei Schüler tatsächlich ein Teleskop haben. Ja, also für mich ist es auch immer schon so gewesen, dass ich sage, die Vorstellung eines Sternwarte mit einer Schulklasse so zu nutzen, dass dort alle mal durchs Okular gucken können. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass bis sich das Auge adaptiert hat und man wirklich anfängt, die Strukturen zu erkennen, sollte ich wenigstens 2 Minuten am Okular stehen, 30 Kinder, 2 Minuten. Also man merkt schon, das geht an keiner Stelle auf. Hier, wenn man das so ja, zergliedert und die Kinder quasi alle selbst zu zwei, zu dritten Teleskop haben, geht das besser. Kann man noch mal reingucken. Ja, wir haben überall hier, also für beide Säulen, solche C9 HD-Teleskope mit Sonnenfilterausstattung und dazu jeweils auch noch alternativen Refraktor, mit dem man arbeiten kann, der dann beispielsweise für Projektionsbeobachtung an der Sonne gut geeignet ist oder für andere Sachen. Also genau synchron aufgebaut, das Setup, dass man das sehen kann. So, was wir machen, sind, das ist so ähnlich jetzt, ich sag mal im weitesten Sinne, wie Astronomen forschen. Wir machen einerseits, versuchen wir, so ein bisschen Pretty Pictures zu machen. Sowas wie das hier, also Nordamerika-Nebel, NGC 7000. Nebenbei erkennt man auch noch den Kopf vom Pelikan. Also das ist natürlich dabei. Wir arbeiten viel mit engbandigen Filtern. Das kann man hier schön sehen. Das ist der Crescent-Nebel. Ist nur mit H-Alpha-Filter aufgenommen im Sternbild Schwan. Auch schön noch mit so Staubstrukturen drumherum. Das ist also für mich schon immer ein spannendes Objekt gewesen. Ein ultra heißer Stern, der da im Zentrum ist. Ein Wolf-Rayet-Stern mit 100.000 Kelvin Oberflächentemperatur. Und der regt diesen tollen Nebel da zum Leuchten an. Kometen spielen immer wieder eine Rolle. Was wir viel machen, ist Sonnenbeobachtung. Wir haben für die Sternwarte ein H-Alpha-Filtersystem von Solar Spectrum, was relativ engbandig ist. Und hier, das ist eine Schülerforschungsarbeit, bei der es darum ging, die Veränderung in den Strukturen der Protuberanzen darzustellen. Das sieht man hier ganz gut da in dem Bild rechts unten, wo man die verschiedenen Höhen der Protuberanzen sehen kann. Und solche Prozesse, die 4 Bilder beispielsweise, die erstrecken sich über einen Zeitraum von nicht mal einer Stunde. Das heißt, also es ist eine sehr dynamische Veränderung darin. Und auf die Art und Weise, wenn man sich jetzt eine Modellerde da reinbastelt oder einfach den Maßstab
vermisst. Kann man sehr schön die Geschwindigkeiten der Protuberanzen bestimmen und tatsächlich auch deren Steighöhen und auf die Art und Weise eben kleine Forschungsergebnisse generieren, wie das in diesem Fall der Fall ist. Ja, anderes Feld, auf dem wir unterwegs sind, ist zum Beispiel die Beobachtung von Exoplaneten. Wir haben heute davon gehört, das ist hier eine Lichtkurve, die wir für einen Exoplaneten aufgenommen haben, in dem Fall WASP-52b. Da gibt es so eine ganz tolle Internetseite, die heißt Exoplanet Transit Database. Das ist eine Seite, die in Tschechien gehostet wird und die sehr gute Daten auf den Ort bezogen liefert, welcher Exoplanet gerade eine Transitzeit hat. Könnte man sich jeden Abend anzeigen lassen. Und dann kann man sowas beobachten. Das ist auch wieder eine Sequenz. Man sieht es hier unten bloß nach julianischem Datum, aber ich glaube, die Gesamtsequenz sind 2, 2,5 Stunden. Und dann kriegt das Teleskop eben den Auftrag, man hat den Ausschnitt am Himmel und das nimmt dann um die 200 Bilder auf ungefähr. Also wir haben meistens Belichtungszeiten von einer Minute in den Fällen, sodass ich die Tiefe habe. Was bei diesen Sachen mit den Lichtkurven oder Lichtmessungen ganz wichtig ist, dass man nicht zu lange belichtet, weil dann brennt der Stern aus. Wenn ich also über die Sättigung des Chips rausgehe, dann habe ich quasi kein verwertbares Signal mehr. Ja, das hängt immer also von der Dynamik ab, die der Kamerachip tatsächlich liefert. Das ist total wichtig und sonst geht sowas mit verschiedensten Programmen ganz gut. Also die ist hier echt parademäßig, diese Lichtkurve, sehr schön. Also da hat jetzt gerade eine Schülerin von uns im Bundesfinale Jugendforschung den 4. Platz mitbelegt mit Exoplaneten. Die war da sehr erfolgreich mit diesem Thema. Sie ist inzwischen freitags nachmittags immer, da hat sie einen eigenen Arbeitsplatz am AIP in Potsdam, am Leibniz-Institut. Die ist jetzt in der 12. Klasse angekommen und darf da jetzt schon mitforschen in der Forschungsgruppe Exoplaneten, die da, wo der Dr. Pawlowski, der heute vorgetragen wird, quasi nebenan arbeitet. Das ruft dann auch ja, Politiker mit auf den Plan. In diesem Jahr war auch unser Ministerpräsident Herr Woidke dort. Man sieht ihn hier beim Blick in die Sterne, so wie der steht. Und Anna durfte ihm ihr Projekt da nochmal aus erster Hand vorstellen. Er war sehr interessiert. Also man merkt Politiker manchmal oder bemerkt, dass die, wenn man sie dann direkt erlebt, nicht nur ja, so wirken, als wenn sie Interesse haben, sondern der hatte wirklich Interesse daran, das war toll. So, jetzt nochmal eine andere Aufnahme. Viele von Ihnen erkennen das vielleicht. Das leitet in dem Bereich über, wo ich nochmal ein bisschen genauer zeigen will, was wir aktuell so machen. Das sind die Plejaden M45. Wenn man genau hinschaut, ich habe also eigentlich bloß eine schöne Aufnahme machen wollen. Pretty picture. So, dann hat mich was gestört, weil in der Mitte der Aufnahme, da wo der Stern oben diesen rötlichen Reflex hat, ja, zentral. Wenn man dann ein bisschen links mit dem Blick nach unten geht, dann sieht man so eine kleine Strichspur. Ja, diese Strichspur hat sich herausgestellt. Ich musste es dann hinterher erst kontrollieren, wer das war, wer daran schuld ist. Hollandia, ein Asteroid. Ja, hier unten im Bild ist irgendwo noch eine kleine Strichspur, da war noch ein zweiter dabei. Also das ist eigentlich so ein Beifang gewesen. Das passiert öfter, auch hier bei dieser Galaxie war es eigentlich nicht das Ziel, einen Asteroiden zu belichten, aber ja, war damit drauf. Hier ging es um Friederike. Asteroiden sind ein wunderbares Forschungsfeld, haben wir für uns festgestellt. Und ich möchte mal zwei Aspekte zeigen, mit denen man sehr gute Beiträge leisten kann für ernsthafte Forschung. Also schon mit kleinen Sternwarten. Man braucht nicht mal eine Sternwarte. Geht auch ohne. Das Erste, was ich ganz kurz erklären möchte, ist die Beobachtung von sogenannten Asteroiden-Transits. Ja, so ähnlich wie bei der Transitmethode bei den Exoplaneten passiert hier Folgendes. Es gibt ja im Asteroiden-Hauptgürtel insbesondere hunderttausende Asteroiden. Und unser Sonnensystem hat also genug Exemplare zur Verfügung. Und hin und wieder kommt es logischerweise dazu, dass einer dieser Asteroiden sich aus unserer Blickrichtung vor einem Stern entlang bewegt. So, wenn der jetzt lichtschwach ist, der Asteroid, dann ist es vom Gefühl her so, als wenn der den Stern ausknipst. Wenn er selbst eine gewisse Helligkeit hat, dann dimmt er ihn quasi nur. Er macht ihn weniger hell in dem Augenblick, wo er ihn bedeckt. Jetzt ist das Spannende dabei, dass der Zeitpunkt, man sieht es hier in diesem Bild so ein bisschen, also ich habe versucht, das so ein bisschen grafisch umzusetzen. Also wir gucken mit einem Teleskop da in Richtung dieses Sterns links oben und jetzt kommt der Asteroid ins Spiel. Natürlich ist das alles nicht maßstabsgerecht. In der roten Situation tritt er quasi in meine Sichtlinie. Und damit verschwindet er für mich oder der Stern wird eben entsprechend lichtschwächer. Und das dauert jetzt eine gewisse Zeit und zwar so lange, bis der wieder vor dem Stern austritt. Und die Zeit kann man natürlich messen. Die ist spannend, weil nehmen wir an, das sind jetzt 4 Sekunden oder so. Ich weiß, wie weit das Ding weg ist. Das könnte ich mit dem Keplerschen Gesetzen wunderbar bestimmen, wie groß die Umlaufgeschwindigkeit auf der Bahn ist. Also die kenne ich. Insofern kann ich sehr gut daraus schließen, wie groß auf dieser Sehne, die ich vermessen habe, der Durchmesser des Asteroiden ist.
So dieser, es ist ja quasi ein Schatten, den der Asteroid wirft, also zumindest im übertragenen Sinne. Nehmen wir an, der hat 200 Kilometer Durchmesser, dann ist der Schatten aufgrund der großen Entfernung, der auf der Erde ankommt, ziemlich, also wenn das zentral zumindest auf die Erde trifft, auch so um die 200 Kilometer. Ist er nur 80 Kilometer, ist der 80 Kilometer breit. Das heißt, es haben gar nicht so viele Sternwarten auf der Erde eine Chance, da mitzugucken. Ich sehe das exklusiv und jetzt wird es spannend, weil dann schalten sich idealerweise andere Sternwarten mit zu und messen auch. Und dann kriegt man nicht nur eine solche Messung, sondern mehrere, die parallel sind, weil man dann an verschiedenen Positionen in dem Schattenfeld eine Messung machen kann. Und daraus kann man das Profil dieses Himmelskörpers generieren. Was braucht man dazu? Naja, man braucht im Grunde ein Teleskop, eine Kamera. Man muss das Teleskop gut ausrichten können. Idealerweise also eine Go-To-Montierung, die zu dem Objekt führt. Hier braucht man keine teure große CCD-Kamera, sondern eher eine CMOS-Kamera, die hohe Bildraten produziert. Das wäre wichtig. Und das Entscheidende dabei ist eine sehr gute Zeitmessung. Hier, wir haben von Shellyark, nennt sich das, eine Timebox, die GPS-Zeit hoch aufgelöst mit einspielt. Da kommen wir auf eine Genauigkeit von 1/1000 Sekunde. So, und dann kann man so ein Ereignis quasi wie ein kurzes Video aufnehmen. Also man braucht eine Prophezeiung dafür. Da gibt es eine Software, die heißt Occult Watcher. Ja, wenn man das googelt, Occult, dann kommen ganz andere Sachen raus, aber unter anderem auch das. Und da kriegt man wiederum für seinen Ort angezeigt, wann sowas passiert. Und hier kann man sehr schön sehen, wie der Stern, auf den der gelbe Pfeil zeigt, deutlich dunkler wird. Und das ist die Bedeckung in dem Fall durch Wilhelmina. Hier haben wir bloß einen Rückgang der Helligkeit um circa eine Magnitude war es in dem Fall. Und man hat dann eine Bedeckungszeit von 6 Sekunden. Es ist hier zeitlich gerafft, deswegen dürfen Sie nicht mitmessen, weil dann wird es nicht stimmen. Zweites Beispiel, das war für uns so ein Highlight, Ohio. Als Asteroid, der hier in dem Fall einen Stern bedeckt, 12,6. Größenklasse, wie man da sehen kann. Da, wo der Pfeil hinzeigt, hier müsste es sogar fast Echtzeit sein. Der verschwindet sehr deutlich, es müsste sich gleich wiederholen, das Ereignis, weil es als Endlosschleife eingestellt ist. Und das kann man vermessen und man meldet das dann quasi, diese Daten. Jetzt ist er wieder weg. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass mehrere Sternwarten mit im Boot waren. Jede Messung liefert hier eine dieser Sehnen für diesen hier als ja, Ellipsoid dargestellten Körper, den man, ja, ich sage mal, Asteroiden sehen in der Regel aus wie Kartoffeln und man kann sehr schön die Kartoffelform hier wiedergeben. Und man sieht, dass hier die Nummer 6 ist eigentlich die vorhergesagte Linie und alle anderen liefern dann Realdaten. Die 10 ist auch spannend, diese Anna Marciniak, die da gemessen hat, weil man braucht gerade am Rand immer die Messung, dass dann auch da wirklich Schluss ist. Also auch solche Nichtbestätigungen bei solchen Transits sind total wichtig. Und die Frau Marciniak ist gleichzeitig Professorin in Stettin, die sich mit diesem Thema in der Forschung beschäftigt, die diese Daten dann auch dankenswerterweise angenommen hat. In dem Fall hat das, aber das zeige ich zum Schluss nochmal, zu einer Veröffentlichung geführt. So, jetzt noch kurz ein zweiter Aspekt. Die Asteroiden bewegen sich ja auf ihren Umlaufbahnen um die Sonne. Und die tun das Gleiche, was auch Planeten tun, die drehen sich dabei um ihre eigene Achse. Im Unterschied zu Planeten, die Kugelform aufweisen, sind die nicht rotationssymmetrisch, sondern die ganz offensichtlich, wie es hier die Animation zeigt, haben mal eine größere reflektierende Fläche und mal eine kleinere. Und ganz spannend ist, dass die Rotationszeiten dieser Asteroiden oft hier, wie bei dem hier, da steht es unten als vorletzte Angabe in der Tabelle rechts, hier sind es 5,18 Stunden. Also das ist durchaus ein Bereich, wo man sagen kann, hey, das ist spannend und ja, man kann das messen. Also man kann jetzt Folgendes machen. Man kann tatsächlich so einen Asteroiden auf seinem Weg beobachten. Da sehen Sie wieder so eine Strichspur. Das ist die Spur von Bettina. Das habe ich hinterher stolz meiner Frau gezeigt. Die heißt nämlich so. Sie sagt, ja, Bettina, ich habe nicht bloß eine Strichspur von dir, sondern ich habe tatsächlich eine Lichtkurve aufnehmen können. Es gibt dazu eine tolle Software, die man hier in Aktion sehen kann. Wer da Interesse hat, ich lege das dann hinten als Link nochmal mit ab. Die kann man sich einfach runterladen und die ist eigentlich fast selbsterklärend, gibt aber super Videos dazu. Man kann eben hier Bettina als den schwarzen Punkt erkennen, der ganz offensichtlich der einzige ist, der sich hier in diesem Bild bewegt, dort oben oberhalb des Roten Kreuzes. Das kann man da gut sehen. So, was macht die Software noch?
Nachdem die dieses bewegte Objekt erkannt hat, wertet die quasi nach dem gleichen System, wie wir es gerade gehört haben, mit einer Differenzmessung aus, wie groß ist die Helligkeit dieses Objektes im Vergleich zu den anderen Objekten, die ich im Bildfeld habe. Das heißt, ich mache eine Differenzhelligkeitsmessung und dann kommen Lichtkurven raus. Hier nicht nur von Bettina, sondern von einer ganzen Reihe anderer Asteroiden, die wir auf diese Art vermessen haben. Und wir liegen jetzt immer so in dem Bereich 5, 6 Stunden, teilweise ein bisschen mehr Rotationsdauer. Das sind Messungen, die laufen quasi die ganze Nacht durch. Das Teleskop ist quasi am Arbeiten, macht ein Bild nach dem anderen. Die werden dann hinterher in der Software geöffnet, ausgewertet und man kann diese Rotationskurven damit erstellen. Spannend daran ist, dass man weiß, dass viele der Rotationen nicht wirklich kontinuierlich und statisch so bleiben, sondern das verändert sich über die Jahre. Deswegen ist es immer wieder, man gibt so Seiten, da kannst du deine Ergebnisse hochladen. Das sind insofern relevante Daten, wo man immer wieder prüfen kann, bleibt das jetzt stabil oder ist da eine Änderung tatsächlich als solches zu bemerken. Was am Ende zu stolzen Ergebnissen führt. Das ist jetzt ein Paper, was in diesem Jahr veröffentlicht wurde über langsam rotierende Asteroiden von Frau Professor Dr. Anna Marciniak aus Polen. Und wir sind da mit zitiert, weil Daten unserer Sternwarte mit veröffentlicht wurden, um das quasi zu untersuchen. Das ist klasse, wenn sowas am Ende rauskommt, weil ja, dann ist eine Sternwarte nicht nur Sternwarte, sondern die ist ernsthaft mit dabei und liefert quasi kleine, bescheidene Beiträge in der Forschung. Und das ist natürlich eigentlich das, was wir uns wünschen in dem Zusammenhang. Ja, und das ist so das, was wir versuchen umzusetzen. Also letztlich geht es darum, dass die Sternwarte als, ich sag mal, Schülerforschungslabor betrieben wird. Das ist unsere Hauptzielrichtung und das hat jetzt, wir haben es gerade gehört, das geht natürlich auch remote mit Zugriff auf andere Sternwarten. Wir haben den Remote-Zugriff auf die eigene Sternwarte und können natürlich die Setup wechseln, anpassen auf die jeweilige Situation. Wir können einmal Sonne beobachten, dann Asteroiden. Also wie man gerade gesehen hat, ist insofern eine größere Bandbreite da, die man selbst beeinflussen kann. Es gibt immer Abstriche, was das Wetter angeht, haben wir eben gehört. Aber das Schöne ist eben, dass eben das Technische auch mit so nah ist, dass man auch über diese Dinge sprechen kann. Und wenn man die Schülerklientel, die da mit eine Rolle spielt, dabei hat, dann gibt es eben welche, die sich eher dafür interessieren und die anderen sind eher dann diejenigen, die die Daten bearbeiten und auswerten. Und das kann man hier ganz gut sehen. Applaus